Herzlich willkommen zum Grund Nummer 5 von den 5 Gründen, warum du es bisher nicht geschafft hast, Ordnung zu machen. Mein Name ist Thomas Borchert, ich bin dein Coach für Ordnung. Grund Nummer 5 ist, du hast keine Kriterien, nach denen du sortierst. Häufig ist es auch so: Endlich hast du dich aufgerafft und nimmst das erste Blatt in die Hand. Du schaust es dir an, überlegst, und schon denkst du, wo kommt das denn jetzt schon wieder hin? Habe ich denn schon einen Ordner dafür? Naja, egal. Das wird sich sicherlich gleich klären. Und du legst es erstmal auf die Seite. Wird schon gehen, schauen wir uns mal die anderen Sachen an. Du nimmst das nächste Blatt in die Hand. Ach ja, kenne ich. Hatte ich schon mehrfach in der Hand. Damals war es so, dass ich nicht genau wusste, wo ich es hintun soll. Verblüfft stellst du fest, dass sich nichts geändert hat. Heute, gestern, vorgestern und viele Male davor habe und hatte ich immer das Problem, wie sortiere ich richtig? Was passt zusammen und überhaupt, was soll das alles? Ärgerlich wirfst du wieder alles hin. Das muss aber nicht sein. Die Lösung für dich? Du musst lernen, in Kategorien zu denken und dann zu sortieren. Das funktioniert in wenigen Schritten. Als Beispiel möchte ich hier die Sortierung von einem Stapel privater Unterlagen vornehmen. Es handelt sich um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die erfolgreich sein wird, wenn du sie auch Schritt für Schritt anwendest. Achtung, kaufe niemals Material ein, bevor du anfängst zu sortieren. Du weißt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie viele Ordner du benötigst, wie viele schmale und breite Ordner. Und so weiter. Schritt 1: Schaffe dir eine freie Fläche, an der du in Ruhe arbeiten kannst. Wichtig ist hier, dass auf dieser freien Fläche wirklich nichts anderes ist, das dich ablenkt, sondern diese freie Fläche nur dem Zweck dient, dich jetzt mit dem Stapel Papier zu beschäftigen. Schritt 2: Nimm dir jetzt die ersten 10 Blatt in die Hand. Achtung, nehme genau 10 Blatt in deine Hand. Das wird dir jetzt und später helfen, in kleinen Abschnitten zu denken und zu arbeiten. 10 Blätter ist eine gute Anzahl, die recht schnell abgearbeitet ist und dir so klar macht, dass es nicht schwer ist, Ordnung zu machen und dich unterstützt, gut und schnell zu arbeiten. Schritt 3: Fange an zu sortieren und bilde folgende Stapel. Stapel 1: Haus. Hier gehört alles rein, was mit dem Haus zu tun hat. Strom, Wasser, GEZ, Mietvertrag, Schreiben der Hausverwaltung, eventuell Kaufvertrag von der Eigentumswohnung oder dem Haus. Selbstverständlich auch Reparaturrechnungen, die zum Haus gehören. Stapel 2: Auto. Hier gehört alles rein, was zu deinem Fahrzeug gehört. Kaufvertrag, Reparaturrechnungen, Benzinbelege, Kfz-Steuer und Versicherung. Stapel 3: Versicherung. Hier gehören erst einmal alle Versicherungen, außer natürlich dem Auto rein, Hausrathaftpflicht, Gebäudeversicherungen, Unfall-, Lebensversicherungen und alle Briefe, die von der Versicherung gekommen sind und die du geschrieben hast, wenn sie dir vorliegen. Stapel 4: Beruf. Hier gehört alles rein, was deinen Beruf angeht, egal ob angestellt oder selbstständig. Gehaltsabrechnungen, Zeugnisse, Belobigungen, Nachweise über Kurse, die du besucht hast. Weitere Stapel nach Notwendigkeit. Kinder, Hobby, natürlich auch Finanzen. Schritt 4. Wenn du das soweit erledigt hast, nimm jetzt den ersten Stapel, zum Beispiel Wohnung, und geh in die weitere Sortierung. Bilde Stapel für Strom, Wasser, GEZ, Mietvertrag, Hausverwaltung, eventuell Kaufvertrag von der Eigentumswohnung oder dem Haus. Schritt 5: Ordne jetzt chronologisch von unten nach oben. Das bedeutet, dass das älteste Dokument nach unten kommt und das neueste nach oben. Auch hier kann es nützlich sein, je nach Menge noch einmal in Jahren zu sortieren, jeweils von Januar bis Dezember natürlich. Kaufe erst jetzt das Material. Denn erst jetzt weißt du, wie viele Ordner du wirklich benötigst. Schritt 6:
Hefte nun alles in die Ordner ein. Achte dabei unbedingt darauf, dass du die Ordner etwa nur zur Hälfte befüllst, denn du willst ja nicht in 2 Monaten wieder alles neu organisieren. Schritt 7. Beschrifte die Ordner entsprechend ihrem Inhalt mit Auto, Haus, Versicherungen, Beruf und so weiter. Wenn es notwendig ist, lege einen zweiten Ordner mit der Kategorie zum Beispiel Haus 1 und Haus 2 an oder schreibe die Unterkategorien mit auf den Aktenrücken. Als Beispiel Haus 1 Strom, Wasser, GEZ, Haus 2 Hausverwaltung, Mietvertrag oder Kaufvertrag, Reparaturen. So findest du deine Unterlagen schnell und kommst in eine gute Sortierung.